Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rossmann-Haul. Vorab möchte ich euch noch was mitteilen, und zwar die Wohnung oben wird renoviert. Deswegen könnte es sein, dass ihr da ein paar Geräusche hört. Aber ich kann es jetzt nicht ändern, die Wohnung muss ja auch gemacht werden. Ja, nur falls ihr euch wundert, ich kann jetzt nichts machen. Ich war bei Rossmann zweimal in zwei verschiedenen. Ich habe für mich wieder was mitgenommen und auch für meine Freundin. Meine Freundin bezahlt das auch immer. Da werde ich ja auch öfter mal gefragt, ob ich ihr das alles schenke. Nein, sie bezahlt das. Wir gehen da immer gegenseitig shoppen. Einmal hat sie was, erwischt sie was bei Rossmann und einmal einfach halt ich oder wo auch immer. Und dann schicken wir uns das quasi gegenseitig hin und her. Wir sammeln dann da immer ein großes Paket und so alle 2-3 Monate schicken wir uns das dann. Genau, da wurde ich öfter mal gefragt. Ganz unspektakulär. Ich möchte auch noch was verlosen. Das ist natürlich spektakulär. Aber ich habe hier ein paar Sachen zusammengemacht. Das ist jetzt mal so ein bisschen provisorisch zusammengemacht. Das sind einige Sachen mit dabei. Möchte ich verlosen. Oh, ich habe wieder so viel zu verlosen. Sorry, Leute. Ich muss selbst lachen, ne? Ich muss lauter reden als die Renovierung da oben. Ich habe hier wieder super viel stehen. Jedes Mal denke ich mir, oh Gott, jetzt habe ich das alles ausgelost, ist alles weg und dann bam, ist wieder alles voll. 2 Leute hatten sich letztes Mal nicht gemeldet bei der Verlosung und die Sachen werden jetzt neu ausgelost. Genau. Deswegen schaut da immer in eure Benachrichtigungen, weil ich werde jetzt demnächst wieder ein bisschen auslosen. Genau, das könnt ihr gewinnen. Was ihr tun müsst, steht alles in der Infobox. Genau, ich habe mitgenommen, jetzt ganz unspektakulär, 2 Tempoboxen wieder, Kosmetiktücher, dreilagig, 90 Tücher sind drin, die kosten 59 Cent. Kassenbon habe ich hier noch, aber ich glaube nur von einmal. Shame on me, ich bin schludrig. Ich werde das gucken auf der Website und ich werde das dann einblenden, wenn ich das finde. Ja, die finde ich eben einfach am besten. Sorry, wenn nicht die Heizung kluckert oder irgendwas, ne, dann ist es halt sowas. Dann habe ich Geschenkpapier mitgenommen. Das finde ich so schön. Das habe ich schon öfter mal gekauft mit den bunten Regenbögen. Ich finde, das geht immer. Das geht auch für jeden. Kostet 99 Cent. Finde ich super schön. Durfte mit. Und dann beginne ich mal mit etwas. Ich habe gerade einen kurzen Schock gehabt. Deswegen habt ihr jetzt vielleicht auch einen Cut drin. Ich habe nämlich eine Maske gekauft, die hier. Die habe ich in Frankfurt gekauft. Die habe ich bei unserem Rossmann jetzt hier leider nicht mehr gefunden, weil die wollte ich gerne nochmal kaufen und auch noch für meine Freundin. Aber die gab es bei uns dann nicht. Und zwar die da. Mega süß, erinnert mich eben auch so ein bisschen an Harry Potter. Und die habe ich in einem Video getestet und ich habe nicht mehr dran gedacht. Und die Speicherkarte, die ich jetzt gerade drin habe, habe ich vorher gelöscht, weil ich jetzt super viele Videos gerade gedreht habe. Und ich dachte, da war das Video mit drin. Und ich wusste nicht mehr, dass ich das Video habe, aber es war Gott sei Dank auf der anderen Speicherkarte. Oh, Gott sei Dank. Ja, hatte ich auch mal Glück, ne? Ja, also diese Maske, die habe ich getestet. Vielleicht habt ihr jetzt das Video schon gesehen. Ja, die ist halt schon gemacht. Hat mir super gut gefallen und ich habe das Tuch noch aufgehoben. Das sieht so schön aus. Ja. Super niedlich. Riecht auch gut. Riecht jetzt noch. Würde ich mir nochmal nachkaufen, auf jeden Fall. Kann ich euch empfehlen. Und ja, habt ihr jetzt schon im Haul eine kleine Review. Ja, oben ist ein bisschen laut, aber wir werden es überleben. Mache ich jetzt mal hier auf Seite. Aber heute ist Drehtag und ich möchte nur noch ein paar Videos abdrehen. Genau, dann habe ich mitgenommen das hier. Ich liebe ja Backmischungen. Ja, ich weiß, braucht man eigentlich nicht, aber ich liebe das irgendwie. Keine Ahnung, das motiviert mich dann mehr, das zu machen, als jetzt von mir aus in meinem Kopf zu überlegen, oh, ich könnte jetzt eine Apfeltat machen. Das würde mir nicht einfallen. Ja. Wollte ich ausprobieren von Enna Bio. Limitierte Edition mit Tonka-Creme. Das würde mir im Traum nicht einfallen zu machen. Deswegen finde ich das schön. Ja, habe ich mal mitgenommen. Ich bin gespannt.
Ja, das, was man noch braucht für dazu, das sind auch normale Zutaten. Das ist ja immer so eine Sache. Ein Ei, Butter, Äpfel und Milch. Das geht. Ja, hat mir gefallen. Dann dekorative Kosmetik habe ich auch gekauft. Dann gab es Badesalze von Disney. Zum einen Cinderella. Ja. Oh, finde ich, riecht so gut. Himbeere und Veilchen. Das gefällt mir besonders gut. Dann hat er meinem Mann gefallen. Wollte er direkt nehmen. Habe ich gesagt, hä, nee, brauche ich noch für den Haul. Jetzt kommt's, Leute. Jasmin. Er hat dran gerochen und wollte es gleich einstecken. Orange und Jasmin halt, ne, passt. Ja, ich habe gesagt, jeder bekommt dann eins. Und die Kleine fand halt Ariel so schön. Habe ich gesagt, komm, dann passt es doch, weil das eben so ein bisschen grün-blau halt ist. Ja. Mango und Cassis ist auch schön. Ja, hier kann man ein bisschen schnuppern. Ja, riecht auch gut. Durfte mit. Dann dreimal. Zweimal zum normalen Preis und einmal im Sale. Mein geliebtes Coffee to Glow Spray, sag ich jetzt mal. Ja, einmal gab es das im Sale. Glück gehabt. Da hat meine Freundin dann, ja, also da war ich halt im Rossmann, hab ihr das geschickt. Und, es tut mir leid. Und dann hat sie gesagt, nimm mir das auch mit, ja. Und zweimal noch für mich. Ich hatte Pech, hab's zum normalen Preis, aber schon vor einer Weile gekauft. Aber das war so wenig, das hätte sich für einen Haul nicht rentiert. Und deswegen, ja. Dann bleibt mal gleich dabei, gab es auch noch die Palette, hat sie dann auch gewollt, wusste ich ja, dass es dann doch noch will. Die habe ich hier auch, habe ich auch in einem Video für euch getestet, das ist meine, die habe ich seitdem rauf und runter benutzt. Zeige ich euch mal, dass ich hier nichts vom Pferd erzähle, die ist gut benutzt und hier habe ich auch bald Hit the Pan, also ja, die Pfännchen sind nicht so groß. Gefällt mir, aber der Ton ist halt Schrott, also was soll ich? Was? Das ist Schrott einfach. Aber die Palette gefällt mir sehr gut. Und dann hat sie sich noch gewünscht, das Peeling. Genau. Habe ich ja auch da. Da ist meins. Sieht schon ein bisschen... Ja, habe es halt benutzt. Dann gab es noch so auf so einem Geschenketisch das hier. Auch ganz hübsch. Zuckeröl, Peeling und Bodybutter mit Aloe Vera und Avocadoöl. Hätte mich auch interessiert, aber ich möchte meine Sachen aufbrauchen. Ja, ich habe hier auch gekauft, aber sowas möchte ich einfach jetzt erstmal aufbrauchen. Aber ist ganz schön. Limitierte Edition, so kleine Döschen. Ganz schön, ja. Dann, ich habe noch ein bisschen anderes Dekoratives, zeige ich aber gleich. Dann gab es im Sale Fußmasken, habe ich eins für mich genommen, eins für meine Freundin. Pflegende Fußmaske in Socken, es waren auch die zwei letzten, sonst hätte ich noch ein paar genommen. Einfach anziehen und relaxen, spendet Feuchtigkeit mit Shea Butter und Kokosöl, ist bestimmt cool. Ja, hat mir auch ganz gut gefallen. Dann aus der gleichen Reihe, das habe ich jetzt mal für meine Freundin genommen, weil sie mag ganz gerne solche Fußsachen. Da ist ein Peeling und eine pflegende Lotion. Ich denke, das kann man auch als Maske benutzen, weil das ziemlich viel. Da macht man sich das eben dick auf die Füße, zieht ein paar Socken drüber und dann kann das auch gut einziehen. Das Peeling ist mit Kokosschalen und die Lotion ist mit Kokosöl und Shea Butter. War auch im Sale. Oh ja, dann habe ich noch hier was von Primark. Das wollte ich eigentlich in dem anderen Video zeigen, aber jetzt nehme ich es hier mit rein, egal. Habe ich zwei Masken mitgenommen, eine für mich und eine für meine Freundin mit so einem Stern drauf. 90 Cent hat die gekostet. Ist ziemlich hell hier, ne? Ich gucke mal. So. Ja, fand ich irgendwie einfach schön. Gab es verschiedene Masken, aber irgendwie waren die alle gleich und dann waren hier halt nur so Buchstaben drauf. Habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden. Inhaltsstoffe und so waren gleich.
Ich habe dann einfach mal einen Stern genommen. Mit Hyaluron. Ja, eins für mich und eins für sie. Dann, wie gesagt, war ich ja zweimal bei Rossmann, einmal in Frankfurt und einmal in Karlsruhe. Und da gab es diese Masken. Da habe ich für sie mitgenommen Retinol. Das weiß ich nicht, das wollte ich persönlich jetzt nicht haben. Frag mich nicht, warum. Damals hat es mich nicht angesprochen. Egal. Und aber ich habe für uns beide mitgenommen, das muss man sich mal überlegen, wie doof eigentlich. Mit Granberry und Retinol hat mich nicht angesprochen, aber ich, wo ja eigentlich keinen Rosenduft mag, also es kommt immer drauf an, aber hat mir dann mitgenommen, hat mich angesprochen, ich verstehe es selbst nicht. Mit Wildrose. Manchmal weiß ich nicht, was da abgeht in meinem Kopf. Ja, egal, auf jeden Fall habe ich das mitgenommen, Niacinamide, das spricht mich halt an. Keine Ahnung. Ich habe einfach gemacht, ehrlich gesagt, in Frankfurt, da habe ich auch einfach reingeschmissen und dann in Karlsruhe hat mein Mann draußen gewartet und hat dann mir schon eine SMS geschickt, wie lange dauert es denn noch? Und dann dachte ich, oh, mach einfach und dann, ja, musste ich mir auch ein bisschen beeilen am Schluss. Ja, und dann gibt es noch Hyaluron mit Alge. Erfrischt die Haut. Sieht auf jeden Fall schön aus. Dann sage ich mal, das hat sich alles meine Freundin ausgesucht. Das hier, Hyaluron Intens. Sieht irgendwie aus wie so eine Männermaske, ne? So von den Farben her. Aber ist bestimmt ein gutes Ding. Könnte ich mir vorstellen. Dann die hier, die liebe ich. Die habe ich auch schon öfter mal gemacht. Hat sie sich ausgesucht. Die ist richtig gut. Kann ich euch empfehlen. Die ist wirklich toll. Und dann wollte sie von Yuti nochmal alle drei haben. Die blaue. Dann die hier, die fand ich persönlich ja nicht so dolle. Und die rote. Oh, und dann gab es noch eine Limited Edition. Sieht so schön aus. Und die werde ich wahrscheinlich auch in einem Video für euch testen. Und zwar ist das die hier. Die sieht so schön winterlich auch aus, obwohl die so Beeren hat, aber irgendwie, ja, mit Hyaluron und Waldbeerenextrakten. Und die ist wohl auch bedruckt. Ach, sieht schön aus, ne? Ja. Dann wollte sie noch das hier haben, Augenmasken. Ich persönlich mag die blauen ja lieber, aber die gab es nicht. Ja. Und dann mitgenommen, einmal für sie und einmal für mich. Das war eine Limited Edition und ich fand die Gesichtsmaske davon extrem gut und die Augenpads auch. Und die gab es jetzt irgendwie noch, deswegen habe ich mir die noch mal einmal mitgenommen und für sie auch. Finde ich sehr schön. Und dann habe ich noch die neue Limited Edition von Catrice entdeckt und konnte nicht vorbei. Ja, wenn ihr damit ein Schminkvideo sehen wollt, dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Habe ich einmal die hier mitgenommen. Das ist die Limited Edition Advent Beauty Gift Shop. Und das hier ist die 02 Iced Lilac Collection. Sieht so aus. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ist natürlich nichts, was man in der Form noch nicht zu Hause hat und was man jetzt ganz dringend gebraucht hätte. Nichtsdestotrotz habe ich es aber gekauft. Ziel erreicht. Den passenden Highlighter noch dazu. Lilac Frozen Glow. Der sieht so aus. Und dann noch das Ganze in so ein bisschen zarten Rosaton. Dazzling Pink Collection. Ja. Und das ist noch unspektakulärer als das, was ich gerade gezeigt habe. Also diese Töne wird mit Sicherheit jeder daheim haben. Ich sag nur... Leute, komm, ihr wisst Bescheid. Sind wir nicht alle irgendwie so? Ja, und den Highlighter, den habe ich natürlich auch dringendst gebraucht. Ja, wenn ihr ein Video damit sehen wollt und auch mit was, mit welcher Palette und welchem Highlighter, schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare.
Es wird natürlich mit Sicherheit mit der einen Palette ein komplett anderer Look werden als das hier. Ich muss selbst lachen, ne, weil ihr seht es ja selbst. Ne? Ich weiß es ja auch, aber Selbsterkenntnis ist in diesem Fall nicht der Weg zur Besserung gewesen. Vielleicht irgendwann. Denkt an die Verlosung. Das war's jetzt mit dem Haul. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.